Eins der wichtigsten Themen in der Bibel ist der Wille Gottes. Menschen ohne Glauben spotten darüber und Menschen, die glauben, denken oft nicht dran. Aber in der Tat, jeden Tag leben wir entweder nach dem Willen Gottes oder nicht. Es ist unsere Entscheidung und wir entscheiden uns immer wieder, wenn eine der vielen Fragen im Leben auf uns zukommt. Wenn Sie also an den Willen Gottes für Ihr Leben denken und überlegen, wie Sie seinen Willen herausfinden können und was Sie tun, wenn Sie wissen, was Gott will, gehorchen Sie ihm oder denken Sie nur darüber nach? Wundern Sie sich, wenn Sie in Schwierigkeiten geraten und denken, ich hätte mir das besser überlegen sollen? Dieses Thema ist sehr wichtig. Darum möchte ich heute über den steinigen Weg zum Willen Gottes sprechen. Denn dieser Weg ist nicht einfach und wir können unterwegs stolpern, wenn wir nicht vorsichtig sind. Deshalb möchte ich Ihnen von einigen Hindernissen erzählen und Sie können sich fragen, ist das der Grund, warum ich nicht nach dem Willen Gottes frage? Vernachlässige ich einen der wichtigsten Aspekte in meinem Leben? Ich beginne mit dem ersten Hindernis. Ein Stolperstein auf dem Weg ist Eigensinn. In der Regel wollen wir unseren Willen durchsetzen, weil wir stolz und egoistisch sind. Wir wollen Gott nicht fragen. Wir wollen es einfach tun und Gott danach bitten, es zu segnen. Aber so funktioniert es bei Gott nicht. Und Menschen sagen, keiner soll mir sagen, wie ich zu leben habe. Das ist eine dumme Einstellung, denn keiner von uns ist in der Lage, von sich aus nach dem Willen Gottes zu leben. In der Bibel steht nicht, dass der Weg glatt verläuft. Es ist ein steiniger Weg. Und es gibt so viele Stolpersteine, wenn wir Gottes Willen tun wollen. Es gibt Stolpersteine bei der Arbeit, es gibt sie zu Hause. Sehen Sie sich Ihr Leben an und überlegen Sie, wie oft Sie nicht nach Gottes Willen gelebt haben. Wie oft hätten Sie den Willen Gottes fast übersehen? Es ist ein steiniger Weg. Ich möchte einige dieser Steine nennen und Eigensinn ist der erste. Ein zweiter ist der Einfluss anderer Menschen. Andere sind schnell dabei, ihnen zu sagen, wie sie leben sollen, wie sie sich entscheiden sollen, wie sie ihr Geld ausgeben sollen, wen sie heiraten sollen oder wie sie ihre Kinder erziehen sollen. Sie haben alle möglichen Vorschläge dafür, wie sie leben sollten. Aber in der Tat, sie hören oft auf die falschen Stimmen, denn Gott will ihnen zeigen, was sie über jeden Lebensbereich wissen müssen, wenn sie auf ihn hören. Andere wollen ihre Meinung über Gottes Meinung stellen. Und wenn jemand sagt, wäre ich an deiner Stelle, passen Sie auf. Diese Person ist nicht an ihrer Stelle. Sie kennt Gottes Plan für ihr Leben nicht und weiß nicht, was Gott vorhat. Sie denken vielleicht, was in ihrem Leben geschieht, ist schrecklich. Aber Gott denkt, dass es genau richtig ist. Ein drittes Hindernis ist mangelndes Wissen über Gottes Gedanken. Sie können natürlich nicht nach Gottes Willen leben, wenn Sie seine Gedanken nicht kennen. Ich möchte darum einige Beispiele nennen. Ein wichtiger Hinweis, um nach Gottes Willen zu leben, ist lernen, auf Gott zu warten. Gottes Zeitplan ist sehr wichtig im Leben eines Christen. Dann zweitens, lernen, Gott zu vertrauen und ihm alle Konsequenzen zu überlassen. Das ist menschenfremd, die ohne Gott leben. Was ist damit gemeint? Gott vertrauen und ihm alle Konsequenzen überlassen? Das ist es, worum es beim Glauben geht. Unser Weg ist oft schwer. Niemand hat versprochen, dass der Wille Gottes einfach ist. Wir treffen auf Hindernisse, aber trotzdem gehorchen wir ihm. Und ein weiteres, Gott wird uns alles geben, was wir brauchen. Viele glauben das nicht. Sie meinen, sie müssen sich selbst darum kümmern. Nein, weil Gott für uns sorgt, werden wir alles haben, was wir brauchen, wenn wir nach Gottes Willen leben. Und überlegen Sie, wenn Sie nach Gottes Willen leben, gehen Sie nur einen Schritt nach dem anderen. Wenn Sie nachts mit dem Auto fahren wollen, schalten Sie die Lichter an und Sie kommen nur so weit, wie der Weg beleuchtet ist. Sehen Sie, Gott zeigt Ihnen nicht das ganze Bild Ihres Lebens. Er will, dass wir einen Schritt nach dem anderen gehen, ihm vertrauen, ihm gehorchen und glauben, dass er sieht, was ich hinter der Kurve nicht sehen kann und dass er mich zur rechten Zeit dorthin bringen wird.
Es ist sehr wichtig, sich nach Gottes Zeitplan zu richten. Ein weiteres Hindernis ist die bewusste Sünde in unserem Leben. Vielleicht wollen Sie sich diese vier Punkte notieren, denn sie zeigen, worum es geht. Erstens, Sünde macht unsere Ohren taub für die Stimme Gottes. Wenn Sie Gott nicht gehorchen wollen, hören Sie Gott nicht mehr so deutlich, wie er zu Ihrem Herzen sprechen möchte. Zweitens, bewusste Sünde macht unsere Augen blind für die Sicht Gottes. Wir kennen Gottes Willen nicht. Bewusste Sünde macht uns blind für das, was Gott in unserem Leben vorhat. Und Sie werden nicht mit Ihrem Leben zufrieden sein, wenn Sie nicht wissen, wohin es geht. Und drittens, bewusste Sünde verhärtet unsere Herzen für Gott. Ungehorsam verhärtet immer ihr Herz. Darum stolpern Menschen zum Beispiel, denn sie lassen Sünde in ihr Leben und das lenkt sie ab. Das Beste, was Gott zu bieten hat, liegt vor ihnen, aber sie sind abgelenkt, weil sie Sünde in ihrem Leben dulden. Und wie oft sagen Menschen, ich verstehe einfach nicht, warum Gott mich so behandelt? Nein, es geht darum, wie sie Gott behandeln. Sie hören nicht auf ihn, sie gehorchen ihm nicht. Das kann nicht gut gehen. Gottes Wort verspricht nicht, dass Gott ihre Sünde, ihren Ungehorsam und ihre Gleichgültigkeit segnet. So ist das Leben nicht. Und außerdem, durch Sünde wird unser Gewissen abgestumpft. Menschen sagen, ich lese Gottes Wort und es sagt mir nichts. Das ist, weil sie Gott ungehorsam sind. Sie hören nicht auf ihn. Sie haben sich bereits entschieden. Denken Sie also daran, alles, was meine Ohren taub macht, meine Augen blind macht, mein Herz verhärtet und mein Gewissen abstumpft, bringt mich in Schwierigkeiten. Und wenn Sie nicht nach Gottes Willen leben, spüren Sie nach und nach, dass etwas nicht stimmt. Sie fragen sich, was los ist. Suchen Sie nicht woanders. Prüfen Sie Ihr Herz, um zu sehen, was in Ihrem Leben los ist. Will ich wirklich Gottes Willen erkennen und tun? Ein weiteres Hindernis auf dem Weg sind Zweifel. Weil es nicht einfach ist, als Christ zu leben, kommen viele bald ins Zweifeln. Und wenn Sie an Gott zweifeln, was geschieht? Sie treffen möglicherweise schlechte Entscheidungen. Wenn ich an Gott zweifle, woran zweifle ich? Ich will das kurz aufschlüsseln. Ich zweifle daran, dass Gott einen Willen für mich persönlich hat. Vielleicht ganz allgemein, aber nicht für mich persönlich. Doch, das hat er. Ich bezweifle, dass Gott mir seinen Willen zeigen wird. Warum sollte Gott mir seinen Willen zeigen? Weil er uns liebt. Viele zweifeln an dem, was sie von Gott hören. Das kann nicht von Gott sein, das klingt zu gut. Das sagen manche. Sie zweifeln also. Sie bezweifeln, dass sie tun können, was er will. Aus diesem Grund leben Menschen oft nicht mehr nach dem Willen Gottes. Gott will, dass sie etwas tun, und da sie bezweifeln, dass er sie dazu befähigen wird, tun sie es nicht. Sie tun etwas anderes. Es geht nicht gut, und sie sagen, ich habe Gott vertraut, und es hat nicht geklappt. Nein, sie haben nicht vertraut, nicht gehorcht und nicht auf Gott gewartet. Und überlegen Sie, jeden Morgen stehen sie auf, und jeder Tag ist anders. Und wenn wir Jesus nachfolgen, ist eins immer gleich. Gott ist den ganzen Tag bei uns, denn er will uns führen, leiten, uns den Weg zeigen und uns unterwegs auf die Stolpersteine hinweisen. Es ist ein steiniger Weg. Es ist schwierig, nach Gottes Willen zu leben. Wir glauben oft nicht, dass wir tun können, was er will. Als Gott Gideon, einem Richter im alten Israel, sagte, was er tun sollte, fragte Gideon, »Wer bin ich?« Haben Sie das schon zu Gott gesagt? Manchmal verspricht Gott uns etwas, aber weil wir zum Beispiel auf uns sehen, sagen wir, Gott, das könnte ich nie. Ich könnte nicht predigen, singen oder diese Arbeitsstelle übernehmen. Das könnte ich nie. Auf wen hören Sie? Sie hören nicht auf Gott. Sie hören auf den Teufel, der Sie dazu bringen will, an dem zu zweifeln, was oft der schönste Teil vom Willen Gottes ist. Gott hat etwas mit ihnen vor, doch sie ahnen es nicht und sie trauen es sich nicht zu. Darum reden sie sich heraus, um Gott nicht zu gehorchen. Etliche zweifeln an Gott, weil sie die Fakten nicht kennen.
Die Fakten sind, Gott liebt jeden. Er hat einen Plan für unser Leben. Er begleitet uns bei diesem Plan. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Es wird Schwierigkeiten, Schmerz und Leid geben, aber Gott lässt uns das alles zum Besten dienen, wenn wir erkennen, woher es kommt. Schwierigkeiten und Prüfungen kommen nicht immer vom Teufel. Gott lässt manches zu, damit wir da, wo es nötig ist, wachsen und reifen. Und manchmal nehmen Menschen Jesus als Retter an und dann kommen große Schwierigkeiten auf sie zu. Sehen Sie, Gott lässt diese Schwierigkeiten zu, um was zu tun? Um sie zu formen, zu gestalten, zu verändern und ihr Leben von dem zu befreien, was nicht da sein sollte. Nehmen Sie es persönlich und sagen, Gott liebt mich nicht, es funktioniert nicht. Das sieht man doch. Sehen Sie Paulus an und alle bedeutenden Menschen in der Bibel. Denken Sie an ihre Schwierigkeiten, die Gott benutzt hat, um sein Ziel zu erreichen und gottgefällige Männer und Frauen aus ihnen zu machen. Denken Sie daran, das ist immer sein Ziel. Gottes Ziel ist nicht, uns zu gefallen oder uns alles zu geben, was wir wollen. Gottes Ziel ist, uns Christus ähnlich zu machen. Zweifel führen uns also meistens in die falsche Richtung. Fragen Sie sich also, soweit Sie sich selbst kennen, sind Sie Christus gehorsam? Sie arbeiten, wo er will, Sie kleiden sich, wie er will, Sie geben Ihr Geld aus, wie er will, mit anderen Worten, Sie wollen der Führung des Herrn folgen. Können Sie sagen, soweit ich mich kenne, glaube und vertraue ich, dass der Herr mich jeden Schritt des Weges führen wird? Das ist es, was er will. Das ist sein Plan. Und wie ihr Leben verläuft, hängt davon ab, ob sie seinem Willen folgen oder nicht. Es ist nicht einfach, denn es gibt viele Hindernisse, und darum zähle ich sie auf. Ein weiteres Hindernis sind Minderwertigkeitsgefühle wie bei Gideon. Sehen Sie sich Mose an. Als Gott ihm einen Auftrag gab, sagte er, »Nein, ich nicht. Ich kann nicht reden. Das schaffe ich alles nicht.« Und ich frage mich, wie viele Diener Gottes schon früh aufgehört haben, seinen Willen zu tun, weil sie Gott gesagt haben, sie könnten nicht reden oder singen oder sonst etwas. Oder mit dieser Arbeit wären sie überfordert. Ich hoffe, Sie hören gut zu. Unterschätzen Sie nicht, was Gott Ihnen zutraut, denn er ist da, um Ihnen dabei zu helfen. Er hilft Ihnen, die Person zu werden, die Sie in seinen Augen sein sollen. Entscheiden Sie nicht aufgrund von Ihrer Einschätzung, sondern aufgrund von Gottes Auftrag. Er wird das tun, was für Sie am besten ist, und Ihnen alles geben, was Sie brauchen, um seinen Willen zu tun. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Und viele Menschen fallen zurück. Damit meine ich, sie fangen einfach wieder an zu sündigen. Es ist nicht so sehr ein Ausrutscher, als die Entscheidung zu tun, was man früher getan hat und wovon man von Gott befreit wurde, weil man meint, nicht so sein zu können, wie Gott sich das gedacht hat. Aber bedenken Sie, in der Bibel steht nicht, dass wenn ein Kind Gottes sündigt, es aus und vorbei ist. Nein. Johannes schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wir werden als Christen immer wieder Fehler machen und manchmal werden wir sündigen, doch wir können uns an Gottes Zusagen festhalten. Er verstößt uns nicht, wenn wir ihm nicht gehorchen und unterwegs stolpern. Wir sind vielleicht nicht so stark wie ein anderer, also machen wir Fehler und sind ungehorsam. Wir zahlen den Preis. Und dann? Geben wir auf? Nein, wir bitten Gott von Herzen um Vergebung und um seine Weisheit, Führung und Leitung und dass er uns rechtzeitig warnt, damit wir diese Sünde künftig vermeiden. Gott ist bei uns, um uns zu helfen, so zu werden, wie er uns haben will. Sie sagen, aber nehmen wir an, ich habe etwas Schlimmes getan. Ich weiß nicht, was Sie mit schlimm meinen. Ich kann mir einiges vorstellen, doch ich sage nur, ganz gleich, wie schlimm Ihre Sünde ist, Gott kann sie herausholen. Sie wünschen sich vielleicht, Sie hätten es nicht getan, denn Gott straft auch. Wissen Sie warum? Er will uns zurück zu seinem Willen lieben. Er wird Sie nicht verstoßen, wenn Sie unterwegs stolpern.
Eine Ausrede, die wir häufig gebrauchen, ist Geschäftigkeit. Weißt du, ich hatte einfach so viel zu tun. Darum habe ich keine Zeit, zur Gemeinde zu gehen. Ich habe keine Zeit, die Bibel zu lesen. Ich bin so beschäftigt, dass ich nur abends vor dem Einschlafen ein kurzes Gebet flüstere. Geschäftigkeit ist ein Werkzeug des Teufels. Wir können alle unsere Sünde mit Zeitmangel entschuldigen, denn wir leben in einer Welt, die im Gegensatz steht zu uns und unserer Lebensweise. Wir leben in einer Welt, die es uns schwer macht. Ich treffe so ziemlich jeden Sonntag Menschen aus anderen Ländern. Und es ist interessant, was sie durchmachen. Sie erzählen mir manchmal von dem Leid, das sie erleben, von Schwierigkeiten und Not. Das kommt überall vor. Aber das bedeutet nicht, dass ich aufgebe oder dass ich sage, weißt du, ich weiß einfach nicht, ob ich es schaffe oder nicht. Doch, sie schaffen es. Sie schaffen es, wenn sie sich einfach auf den Herrn verlassen. Das Leben als Christ ist nicht einfach, aber eins steht fest: Es hat ein wunderbares ewiges Ziel. Gott wird uns zu sich in den Himmel holen und er wird uns ewig segnen für unsere Treue und Hingabe, denn jeder von uns ist ein lebendiges Licht, das auf Jesus hinweist. Natürlich werden sie Fehler machen. Natürlich wird es vorkommen, dass sie etwas tun, obwohl sie es eigentlich besser wissen. Aber sie zahlen den Preis. Und darum ist es so wichtig, dass sie Zeit mit Gott verbringen. Ob sie nur wenig Zeit oder sehr viel Zeit haben, sie brauchen alle diese Beziehung. Es braucht Zeit, so zu leben, wie Gott will. Es braucht Zeit, mit dem Herrn zu leben. Es braucht Zeit, seinen Willen zu erkennen. Aber es ist ein steiniger Weg. Und wenn Sie darauf warten, dass es einfach wird, kann ich Ihnen sagen, es wird nicht einfach. Einiges ist vielleicht leichter als anderes, aber es kommt nie die Zeit, in der es einfach sein wird, nach Gottes Willen zu leben und dass Sie sich entspannen können. Ehe sie sich versehen würden, wären sie Gott ungehorsam. Gott hat uns dieses wunderbare Leben gegeben. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der in uns lebt und bei uns ist, in jeder Situation. Denken Sie daran, Sie fühlen sich vielleicht allein, aber das sind Sie nicht. Sie fühlen sich vielleicht einsam, aber Sie sind nicht allein. Und wenn Sie Ihr Leben ansehen und denken, was fehlt mir, fragen Sie sich, fehlt Ihnen diese kostbare Zeit, die er mit Ihnen verbringen will? Um Ihnen Trost zu geben, Kraft, Weisheit, Führung, Leitung, Unterstützung, Hilfe und um Sie zu warnen. So ist er. Das Leben als Christ ist nicht einfach, der Weg ist steinig, aber mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der Gegenwart Gottes, den vielen Zusagen in der Bibel und diesem Handbuch, dem Wort Gottes, wird das Leben als Christ zum besten Leben, egal was geschieht. Wie würden Sie Ihr Leben als Christ einschätzen? Würden Sie sagen, dass Sie nach dem Willen Gottes leben? Dass Sie wirklich und wahrhaftig versuchen, jeden Tag seinen Willen zu tun? Oder jammern und stöhnen Sie und denken, weißt du was, irgendetwas fehlt, wenn man Christ ist? Nichts fehlt. In den meisten Fällen geht es letztlich um die Frage, wann haben Sie das letzte Mal die Bibel gelesen und Gott gebeten, Ihnen seinen Willen für Ihr Leben zu zeigen? Sie sagen, ich weiß gar nicht, was ich lesen soll. Es ist erstaunlich. Wenn Sie nicht wissen, was Sie lesen sollen und Sie schlagen die Bibel auf, ist es, als ob Ihr Name dort stehen würde. Gott weiß, was Sie lesen müssen und wann, und er weiß, wie er Sie ermutigen kann. Fragen Sie sich also, sind Sie mit Ihrem Leben als Christ zufrieden? Ich meine nicht, ob alles perfekt ist, aber meinen Sie, dass Sie wachsen? Dann denke ich an drei Ängste, die Menschen davon abhalten, als Christen zu leben. Erstens, einige haben Angst davor, was Gott von ihnen verlangen könnte. Sie denken, weißt du, Gott könnte mich in die Mission berufen. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Wer weiß, was Gott von mir verlangen wird?
Nein, sehen Sie, ein liebender Vater verlangt nur das, was Sie mit seiner Hilfe, Kraft und Weisheit schaffen können. Er wird nie mehr verlangen, als Sie mit seiner Hilfe können. Zweitens, die Angst zu versagen. Sie sagen, ich kann nicht als Christ leben. Das kann niemand aus eigener Kraft. Wir versagen alle manchmal. Ich bitte Gott, mir zu vergeben und gehe weiter. Aber wir nehmen das nicht als selbstverständlich an und nutzen es aus. In der Bibel steht, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, heißt das, wir stimmen Gott zu. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Auf dem Weg des christlichen Lebens hebt er uns auf und hilft uns weiterzugehen. Ich bleibe nicht im Dreck und Schlamm von Ungehorsam und Sünde. Ich bitte Gott um Vergebung und gehe weiter. Es gibt keine sündlosen Heiligen. Wir versagen alle, denn es ist schwer, nach dem Willen Gottes zu leben, und wir werden stolpern, es sei denn, wir stützen uns auf unseren Herrn, hören auf ihn und verlassen uns auf den Heiligen Geist. Mehrere sagen also, ich habe Angst davor, was Gott verlangen könnte. Hören Sie, er wird manches von Ihnen verlangen, das Sie ohne ihn nicht tun können, aber Sie wurden bei Ihrer Rettung mit dem Heiligen Geist versiegelt. Der Geist Gottes lebt in Ihnen, um Ihnen bei allem zu helfen, was Gott von Ihnen verlangt. Das verspricht uns Gott. Wenn ich versage, liegt es nicht an ihm. Und wenn ich versage, vergibt er mir. Oft habe ich Angst davor, was Gott von mir verlangen könnte, und Angst zu versagen. Und wovor ich noch Angst habe, ist Kritik. Wie oft war ich Gott ungehorsam, weil ich befürchtet habe, was jemand sagen könnte? Es ist erstaunlich, wie sehr Christen Angst haben können vor Kritik. Wenn sie nach Gottes Willen leben, werden sie kritisiert werden. Wenn sie Gott gehorchen und nach seinem Willen leben, werden sie gesegnet werden, egal was geschieht. Gott ist an ihrer Seite. Er lebt in ihnen. Gott will ihnen helfen, sie befähigen, sie ausrüsten und ihnen die Kraft, Weisheit und Leitung geben, die sie brauchen, um nach seinem Willen zu leben. Denn wir leuchten alle heller, wenn wir so leben. Ich möchte Ihnen eine einfache Frage stellen. Sehen Sie sich Ihr Leben an. Es geht niemanden etwas an. Keiner kann Ihre Gedanken lesen, aber würden Sie sagen, dass Sie nach dem Willen Gottes leben? Ich sage nicht, dass Sie nie sündigen. Ich sage nicht, dass Sie nie straucheln. Ich sage nicht, dass Sie keine Fehler machen. Mit anderen Worten, soweit Sie sich selbst kennen, glauben Sie, dass Sie nach dem Willen Gottes leben? Es geht nicht um die Vergangenheit und nicht um das, was kommt. Aber glauben Sie, dass Sie nach seinem Willen leben? Es wird Zeiten geben, in denen es leichter sein wird, Gott zu gehorchen. Es wird Zeiten geben, in denen es sehr schwer sein wird, Gott zu gehorchen. Wegen der Umstände, die Sie vielleicht nicht verursacht haben, sondern ein anderer. Der sicherste Ort ist im Zentrum vom Willen Gottes. Kein anderer kann Sie dort hinstellen. Sie fragen, wie komme ich dahin? Sie bitten Gott um die Vergebung ihrer Sünde und sie sagen, soweit ich mein Herz kenne, Herr, will ich, dass du mein Leben regierst und dass du mir den Weg zeigst. Und Herr, mit deiner Hilfe und der Kraft des Heiligen Geistes will ich dir, so gut ich kann, folgen. Sie können nicht versprechen, niemals zu sündigen, perfekt zu sein oder alles richtig zu machen. Aber Sie können sagen, Herr, hier ist mein Leben, das ist meines Herzens Verlangen, und ich vertraue auf den Heiligen Geist in mir und auf die Kraft, die du versprochen hast, um dir gehorsam zu sein. Ist das Ihr Gebet? Vater, ich danke dir so sehr für deine Gnade. Danke, dass du verstehst, wer wir sind, wo wir sind und warum wir da sind, wo wir sind. Danke, dass du bereit bist, zu jeder Zeit in unser Leben zu treten.
Vergib uns unsere Sünde, reinige uns, richte uns wieder auf und bewege uns zum Zentrum deines Willens. Ich bitte dich, dass du heute zu jedem Zuhörer redest, und ich bitte dich heute für denjenigen, der nichts über deinen Willen weiß, der nicht gedacht hat, dass du ein echtes persönliches Interesse an seinem Leben hast, dass er dir heute sein Leben anvertraut. Danke, dass du uns liebst, Vater. Danke, dass du uns niemals aufgibst. Und danke, dass in dem Moment, in dem wir von diesem Leben zum nächsten gehen, du da sein wirst, weil du gesagt hast, ich werde dich nie verlassen oder von dir weichen. Darum sagen wir Halleluja in Jesu Namen. Amen. Dieses Programm haben unsere Kollegen von InTouch Ministries für Sie vorbereitet und ERF Medien hat die deutschsprachige Version produziert. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben können, rufen Sie uns gerne an unter 06441 957 1414 oder mailen Sie an service@erf.de. In Touch mit Dr. Charles Stanley wurde ermöglicht durch die Gnade Gottes und die Treue unserer Missionsfreunde in aller Welt.